Willkommen zurück zu einer neuen verdudelten Folge Rock of Ages 3 mit einem Mann, der zwei Bälle auf einmal in den Backendudler nehmen kann. Kreis! Der Backendudler! Also ich habe gestern hier, siehst du ja, ne? Ja, jetzt hast du irgendwelche Russen-Hacks aktiviert. Jetzt haben wir Verhältnisse geschaffen. Ja, mit irgendwelchen komischen, dubiosen Russen-Hacks. Ich kenne aber meine Auswahl noch nicht. Weißt, ich muss erst noch ein perfektes Team zusammenstellen. Ich habe selber gar keine Ahnung. Die haben so viel gepatcht und genervt. Wahrscheinlich die Tasche wieder voller Kriegsschiffe. Ja, sagt derjenige, der seine Russland-Connections einsetzt, um irgendwas zu machen. Ja, also ich rufe mal meine russischen Freunde an. Die werden schon mir so ein Spezial-Safe-Game rüberschicken. Ich bin froh. Weißt du, dass es solche Leute gibt auf der Welt. Ja, schön. Schön, dass du es toll findest, dass es irgendwo illegale, komische Russen-Corner gibt, die du nutzen kannst. Illegal? Das hat mit illegal nichts zu tun. Hat eine Menge mit illegal zu tun. Mein Sohn. So, ich weiß gar nicht, wie ich den aufhalten soll. Ich kenne die Karten halt überhaupt gar nicht, ne? Hä, warte mal. Ich habe jetzt so ein Doppelding mitgenommen, aber das geht irgendwie gar nicht richtig. Ich kenne die Karten auch nicht. Ja. Also hast du alles gehackt oder hast du nochmal trainiert, Kreis? Das muss ich mal entscheiden. Ja, beides. Trainiert, gehackt. Trainingshacks habe ich benutzt. Klassischer Trainingshack. Hä, warte mal. Wie kann denn das hier jetzt? Machen wir mal hier noch was hin. Kann ich hier noch was hinsetzen? Warum ist da eine Sanduhr dran? Was bedeutet das? Kreis, ich weiß es doch selber nicht. Nix weiß er, der Mann. Ich weiß doch auch nix. Hab doch auch nix gelernt. Ja, ne, so ist das im Leben. Warum denkst du, warum ich YouTube mache? Hab doch damals nix gelernt. Wie, war's ready schon? Ich bin ready, schon die ganze Zeit. Ich hab noch nicht mal meinen Kram hier fertig gebaut. Ja, da kann ich ja jetzt auch wieder nix dafür. Oh mein Gott, er spielt da mit irgendwelchen ominösen Sauglutschfässern. Schummelboy. Alter, wie er... Cheat, Mann. Ey, was er hier schon wieder alles hat, ne? Sprengdullis, Klabustersprengen. Ich muss auf die Bodenzeichnungen achten. Guck mal, der Wal schwebt in der Luft. Ist das legit? Kann man sowas spielen überhaupt? Also, oder ist das verboten? Das ist doch illegal. Schwebewal ist doch illegal. Weiß nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, und ihr spielt da irgend so einen Reichsapfel. Ich wurde schon runtergeapfelt jetzt hier von den... Nein, nicht da rein. Apfelmann. Alter, ist das Ding schnell. Machst ja gar nichts. Was? Der hat super lame Beschleunigungswerte. Haut den doch mal zusammen. Kommt schon. Was? Guck mal. Der Wal hat mich gerettet. Ey, das gibt es nicht. Volltempo, Junge! Diese widerliche Wahlmissbrauchung. Widerliche Wahlmissbrauchung. Das finde ich schon ziemlich unverschämt. Oh, und der macht einen Mörder-Damage. Was, der Wal, oder was? Nein, du. Ey, wieso hast du eigentlich da so eine Insel zum Bauen und ich nicht? Wie, ich habe eine Insel zum Bauen. Die Goldinsel da, was ist das? Die Goldinsel. Man hat hier Goldinseln einfach. Nix. Ich hab gar nichts. Ich muss schnell spielen, weil du hier mit deinem super mega krassen Teil eh so ein Wahnsinns-Damage machst. Alter, guck mal, er hat irgendwelche Traps. Oh mein Gott. Oh, Alter. Wale ohne Ende. Spitting Whale, Junge. Und dann irgendwelche Super-Traps noch bauen. Wieso kommt der hinterm Whale raus? Wie unfair ist das? Alter, und der kann schon jetzt einen Blitz predikten. Predikten, ey. Der Predictor. I have a prediction to make. Es ist ja mal sowas von hart unfair. Stoßen. Oh Gott, er hat die Blow. Bam. Sucks, ich muss sacken und blowen. Oh, jetzt darf ich es nicht versauen. Wo ist er denn? Wieso machst du eigentlich unendlich viel Schaden? Unendlich viel Schaden! Mein alter Billo-Ball! Mein alter Billo-Willow! Ey, was? Da habe ich doch gar keine Chance gegen deine Ultras. Er hat hier nur diese Rondells. Rondells! Im Hotel Rondell! Hotel Rondell, oh. Guck mal, das nimmt ja kein Damage hier, dieser komische, unzerstörer Balo. Balo! Ey, das gibt's nicht! Don Balos Ball!
Onkel Rabolovic. Also ja, Kreis, jetzt hast du ja alle Einheiten so, dann lass aber nicht gleich die Hardcore-Einheiten nehmen, so. Weißt nicht du? Gleich die, ich hab ja wohl die Billo-Einheiten. Guck mal, er geht da rüber. Er geht echt? Über die Bande. Ja, dafür fliege ich aber raus aus der Bande. Belgisches Banding nennt man das. Wie soll man denn hier durchkommen? Ja. Rondello. Ich komm da nicht durch. Rondello. Ishmael Randelovic. Oh mein Gott, oh mein Gott, der Trickster. Boah, was? Gestern so, ja, hast du noch Zeit, um was aufzunehmen? Nee, ich schau mir gerade ein paar Tutorials an. Ja, was denn für welche? Die ja. brauche ich gar nicht, die brauche ich gar nicht, Kumpel. Trotz Russen-Hack. Ich habe hier was von der Russland-Connection, Kreis. Installier das mal auf deinem Rechner. Trotz Russen-Hack, weißt du? Alter, dieser Stier, dieser Sniper-Stier. Sniper-Stier. Der Scharfschützen-Stier da drüben. Guckt euch das an. Ich noch einen Boost durch den Wal. Auf den alten Trick fahre ich doch nicht rein. Dagobert Duke. So, hier nehme ich ihm noch seinen Adelsstand weg. So wohl das Mindeste. Guck mal, er spielt irgend so ein Bauer. Hier, zack, der Adel darf leiden. Schön einsauen. Ah, legit. Absoluter Legit-Win. Weißt du, er hat alles. Er hat wirklich Non-Legit. Alles. Er besitzt quasi mehr, als das Spiel eigentlich zulässt. Cloud. In der Cloud war halt noch, sind die Games gespeichert in der Cloud. So, wo gehen wir als nächstes hin? Ah, machen wir mal das Festplatten- hier. Festplattenkopiergerät. So. Weißt du, ich kenne die Karten ja nicht. Ich hab das alles nicht so drauf, ja, wie du. Muss man auch noch fairerweise sagen. Er hat ja noch fresh gespielt, weißt du? So, oh, ich habe gestern Abend ploppt auf einmal so auf. Hä, Kistja spielt Rock of Ages? Wieso, ne? Jetzt weiß ich warum. Mhm. Kremlmann. Kremlboy. Der Kremler. Der Kremler. Der Kreml de la Creme. Ich spiel Kreml de la Kreml. Creme de la Kreml. So, ich nehme langweilige Standardeinheiten, weil ich mir nichts Besseres ermöglichen kann. Mehr ist nicht drin. Ob ich mal so ein Yeti nehme? Ich glaube, so ein Yeti könnte dir irgendwie den Tag versauen. Weiß man nicht, ne? Weiß man halt nie so genau, ne? Na, machen wir mal so. Ich spiele mal heute vorsichtig. Amateurhaft. Mr. Danger. Alter, wie ich die Karte halt auch nicht kenne, ne? Ja. Da hat er halt echt einen Vorteil, dass er jetzt die Karten so gut auswendig gelernt hat. Naja, auswendig gelernt. Na, da muss man schon sagen. Dieses unverschämt krasse Kartentraining, was du da hinter dir hast. Das ist schon was Derbes. Ich mach no training, no training for Karten. Oh Mann. Er hat ja auch irgendwie das Goldsammeltool, meint er irgendwas so? Den Goldcatcher? Den Catcher Yolt? Catcher Yolt. Pater Catcher Yolt. Ich spiele Catcher Yolt. Unten am alten Catcher Bayou. Ich muss zeitlich noch besser werden hier. Das fällt mir gerade so auf, weil ich das irgendwie. Alter, guck mal, er spielt halt hier wieder die Goldbüffel, ne? Was hat er denn da alles schon wieder? Ein Löwen? Warum warst du überhaupt so schnell fertig? Ja, keine Ahnung. Nur keine Ahnung. Ich hab ja nicht so viel. Wer nicht viel hat, der kann auch schnell fertig werden. Das ist eine alte Regel. Smagma-Ball hier. Wer den Smagma-Ball schürt. Ey, die Dinger sind so unfair. Da hat er schon wieder die unfairste Einheit gefunden. Erst nö, hab ich nicht. Hab ich nicht. Gegoogelt. Unfairste was Einheit zum, im Game. Was war denn das? Der Double Whale. Der Male Whale. Kommst du nicht durch? Du kommst hier nicht durch. Tja, hast du wieder was gelernt.
Exzellente! Eieiei! Alter. Ach, wie er wieder Tränen hat. Habe ich gestern dann aber auch gelesen, so, ja, Luftschiffe. Ja, ja, natürlich. Luftschiffe sind nicht mehr so cool, aber hier die Spin-Rudies. Spin-Rudies. Setz auf den alten Spin-Rudy. Der alte Spin-Rudy, der ist gut. Ah, der alte Spinner-Rudy. Guck mal, das musst du mit Würde nehmen. Ja, du wurdest vernichtet. Und du hast dich mit dem Meister angelegt. Es tut weh. Kannst du auch verstehen. Ja, ich musste erstmal abcheckelech hier, ne? Erstmal muss man Checkelech machen. Ich understande das. Ich understande das, ne? Da kommst du nicht durch da, durch die Dinger. Man sagt, er kennt die Maps nicht, weiß aber genau, wo er das Zeug alles hinstellen muss. Genau, hat er die Points. Das Spots, er baut ja nur die Dinger hier. Hat ja ganz anderes. Gibt doch andere Sachen in meinem Portfolio. Das tun wir nicht so. Ich verteile hier taktisch meine wenigen Mittel, die ich habe. Guck mal, wie er meine Goldmine sabotiert. Dafür gibt's aber noch einen Blitz mit. Was? Der Blitz greift nicht mal. Guck mal hier. Alter, was ist das für Hex? Welche Hexe? Flow around the world. Komm, roll da mal noch rein. Ey, guck dir das an. Guck mal, da. Walhass. Wenn ich das Greenpeace stecke. Ja, ja. Wieder kaputt. Ey, die Dinger sind zu krass. Die sind aber jetzt verboten. Na, guck mal, wie immer alles verbietet. Die sind verboten, das ist ja gar nicht mehr legend, die Dinger. Mir alles verbietet, weißt du, da habe ich ein bisschen Spaß im Leben. Und dann kommt hier, guck mal, dieser, das ist mal unfair. Das ist aber unfair. Das ist daran unfair. Hört er nicht mehr auf? Hört aber nicht mehr auf. Weil ich halt so schwierig bin. Ich bestehe eben aus Teer. Teer kann man nicht kratzen. Überall sind seine Wale und alles. Richtig ekelhaft, seine Taktiken. Er macht halt wieder diese klassische Ich missbrauche Tiere-Taktik. Der Classic. Klassischer Tierschänder. Nee, da kommst du nicht durch, durch diese komischen Drehdinger. Weißt du, wie einst Justin sagte, Cry me a river. Ja. Alter, und natürlich Explosionen ohne Ende. Oh mein Gott! Glitchwal! Er hat noch einen Glitchwal dazu! Und er hier hat so ein perfekter Sniper-Sauger. Der Löwenmordball, der ist aber auch nicht unbedingt gut hier. Komm schon, da geht der Flutschig durch. Hier der Flutschen hier. Wird schön reingeflutscht! Ah, da kann ich nicht mehr aufhalten. Das macht er. Das war der erste Treffer, ey. Das macht er. Ja, kann ich ja nichts dafür, dass du nicht über den nötigen Skill verfügst. Weißt du, ich meine, da kannst du jetzt mir auch keinen Vorwurf machen. Ah ja, ist so. Ja, warte ab. Zwei, drei Runden warm gespielt, Junge. Und dann kommt er raus. Ja, und dann kommen wieder irgendwie diese ganzen Geschichten mit, das ist verboten. Und ja, wenn ich so recht überlege, das stört mich eigentlich auch. So geht's dann wieder los. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke... Geht doch irgendwie das Geld aus hier, was ist hier los? Ich hab sau viel Geld, ich kann so viel gar nicht ausgeben. Warum? Strategisch fortgeschritten und erfahren. Ich kann da nichts mehr bauen. Ja, ich muss gucken, wie die Units, ne? Die Units, da muss man gucken. Ein strategisch sehr fortgeschrittener Spieler. Ich muss halt auch irgendwie Videos machen für meinen Kanal. Ja, so. ja. Sagt Mister, da kommt doch eh nix. Alter, wie er da aber auch mittlerweile so Cheat-Abkürzungen hat, ne? Was ist mittlerweile hier den Checkerleck macht. Ich komm nicht, Checkerleck. Ja, komm, saug ihn an! Alter, wie hat er den Wal getötet? Durch die Explosion von deinem Fass, glaube ich. Ja, nochmal runtergeslowt, ja! Wie geht das denn, ey? Peitscht ihn back! Backpeitschen! Wie geht das? Saugt ihn doch! Guck mal, das ist krass, ne? Das ist so krass.
Das ist so krass. Der Mann hat da sich durchgewuselt und gewindet. Geahlt. Geahlt hat er, geahlt. Hey, warte. Alter, das Ding, ne? Das Ding. Und wie es sich nicht in Ruhe lässt. Wie es dich nicht in Ruhe lässt. Schaut euch das an. Guckt euch das mal an. Ich schleife dir die ganze Karte mit. Diese gedopten Löwen. Wenn er halt überall seine Schleimspuren hinsetzt. Diese koffeinkranken Löwen. Die koffeinkranken. Unten am Mombasa Trail. Boah, das ist immer eine fiese Stelle, weil ich habe hier so ein... Ich bin halt so Fastball-mäßig unterwegs. Da machst du nix. Der schleicht er sich durch. Da machst du nix. Ah. So, okay, warte mal, was steht jetzt hier im Protokoll? Okay, zwei Protokoll? Runden, was ist denn das Protokoll? Zwei Runden gewinnen lassen, dann schmutziger Schwanzwitz. Okay. Ah, ich steck fest! Was ist das? Er hat die Hexschnell aktiviert im Protokoll! Im Glitch-Protokoll! Das Glitch-Protokoll! Es zählt nicht! Das Glitch-Protokoll. Ja gut, machen wir halt ein Rematch. Du willst rematchen ohne komische Tretmühle? Okay, machen wir. Machen wir. Machen wir. Du willst es also unbedingt? Ab in die Renaissance. Na, ab in die Renaissance. Schwanz. Ah, da war der Schwanzwitz der schmutzige. Okay, jetzt also. Jetzt darf ich richtig gehen. Guck mal, du liest deine eigenen Protokolle vor. Du, gestern stand hier so ein Typ. Schwarze Mütze, schwarzer Bart. Gesagt, mein Name ist Kong. Knork ist mein Name. Mein Name ist Knork. Wissenschaftler Knork. So, also keine Tretmühlen, weil Kreis weint. Ja, mach Tretmühlen. Nee, mach ich jetzt nicht. Du darfst aber auch keine. Toll, dann muss ich einen anderen Ball nehmen. Nix dreht, haben wir gesagt. Versuch es mal mit dem heute. Dann hier. Dann den. Würde ich sagen, den alten Kollegen hier. Ich brauche noch irgendwas, was der gut bremst. Das nicht mal probieren. Das ist alles recht teuer hier, das Zeug. Na gut. Ich habe halt nur so teuren Kram. Ja, klar, bei dir ist alles doppelt so teuer wie bei mir, ne? Ja, komisch. Mhm. Woher weißt du denn das eigentlich? Die Double Cash Edition hast du. So, ich kenne die Karte halt null. Das ist jetzt halt seine Wunschkarte, wo er gesagt hat, die kann ich gut. Die habe ich auch noch nie gespielt. Gut und auswendig. Dann bin ich mal gespannt, was mich jetzt hier erwarten wird. Auf der Checkelech, ich kann sie auswendig, Karte. Wie macht's denn der hier eigentlich? Ja, schaust jetzt gerade ein Tutorial nebenbei an. Ja, ja, ja. Wie macht der Mann das im Tutorial eigentlich? Das muss ich mal mir genauer angucken. So, dann muss er hier lang und hier ist er nochmal so eine Verengung. Ist da gerade schon Blitz geschossen worden? Schießt du mit Blitzen schon, ohne dass hier... Boah, Kreis wird hier... Ich habe jetzt halt wirklich nur... Für Kreis halt den Kindermodus aktiviert. Halt nur die zarten Einheiten, die billigen. Ey, Alter, schnappt ihr mir mein Gold von meiner Strecke, ist der alles Penner? Erlaubt. Ist alles erlaubt. Okay. Ist Legendino. Mach doch. Guck mal. Boah, Alter, wie er da schon irgendwie das Tribunal gebaut hat. Das verlorene Bocktribunal. Das verlorene Bocktribunal. Feuerwerk! Oh Gott, was geht hier ab? Ich komme nicht mehr voran. Oh mein Gott, warum springe ich denn so ewig weit? Und dann hatte ich hier noch Zeppeloons. Toll, ich stecke in eine Ritze. Oh, das gibt's doch nicht. Er spielt hier voll die... Alter, er spielt die unfairste Zeppelin-Taktik. Und die sind ja jetzt mega OP, weil die jetzt noch härter predikten. Weil die noch härter predikten, ey. Und Kühe und komische Yetis. Illegale Einwanderer. Ich weiß gar nicht, was der Yeti macht. Ja, einfrieren und Porno-Damage. Alter! An mir kleben Kühe. Da ist er durch.
Da ist er durch, der Windmann. Okay, ich verstehe. So willst du also spielen. So richtig dirty. Auch noch mit so einem unfairen Ballo. Alles klar. Ist da noch Platz? Nee, leider nicht. Er spielt richtig South Dirty. Dirty. Dirty Style. Kentucky Dirty. Kentucky Biggle. Der Bronx Bruder. Alter, guck mal hier wieder Gold catchen. Auf seiner eigenen Strecke ist noch Gold. Weg mal wegnehmen. Wie er mir da direkt noch ein bisschen Gold rausleiern will. Alter. Unten an der Topeco Rinderfarm. Ey, machst du nix? Machst du nix? Der Ball ist zu gut. Was, welcher Ball? Meiner hier. Oh nein! Der springt da irgendwie jedes Mal raus. Mit dem, das ist gut? Eindeutig zu viel Checkerlech. Ich kann nicht bremsen, wieso? Ja, das hatte ich auch gerade. Den russischen Bremse-Hack. Russenbrems. Alter, wie viele Luftschiffe hat der Typ schon wieder? Weißt du, er setzt aber auch wieder aufs altbewährte Cheat. Gut, hier kommst du ja eh nicht voran hier jetzt. Was ist hier los, Alter? Das gibt's ja nicht. Was? Vor dem Tor haut mich das... Ey. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Oh mein Gott. Unfair hoch 10. Macht halt einfach den ultimativen Damage. Ist es aber echt so. Also die machen ja so einen Wahnsinns-Damage. Da machst du ja wirklich gar nichts. Okay, wo ist es denn immer am unangenehmsten? Eigentlich hier. Ist alles unangenehm hier. Aber Yetis können irgendwie nichts, ne? Ah, doch, die können schon was. Ich muss erst noch die Kombos, weißt du, die Kombos muss man rauskriegen. Die können schon viel unfairen Kram. Er spielt ja schon sehr kombohaft. Ja. Oh, Alter, die Windmühlentaktiken von ihm, ne? Die Windy Mill. Mr. Windy Mill. Mr. Windy Mill Maus. Achtung. Hier durch. Oh nein, der Yeti. Elefanten sind OP. Oh, boah, kaputt. Ich bin fast kaputt. Ja, Elefanten halt. Wow, mach kritischer Kraft, Elefant. Ja, es ist wirklich ein kritischer Elefant, ey. Ey, ich muss dieses Luftschiff, das ist so, das unfairste Luftschiff der Welt. Ich bin kaputt. Ja, klar. Ja, klar. Was ist der blöd? Das war der Plan. Boah, ich will keine Fahrt aufnehmen. Ach, come on. Ich habe halt auch nichts zum, ne? Jetzt sind Elefanten unfair, ne? Die sind verboten. Irgendwann haben wir gar nichts mehr, außer Mauern. Verbot. Nur noch mit Mauern spielen. Richtige Profis spielen nur mit Mauern, kommt als nächstes vom Kreis. Ja, gut, das ist ja schon länger so, ne? Ja, russische Mauernkonstrukteure. Da ist er schon wieder on the ball. Aber wie schnell, ne? Der Mann ist so schnell on the ball. Kommt da rüber. Aber hier habe ich gut getan, dass du immer wieder hier ausgeslowt wirst. Ne? Die hat er jetzt zufällig gesehen. Nee, das ist dir jetzt schon ein paar Mal passiert. Ich habe einfach diese Slow-Tactics. Ich habe dich geslowballt. Komm, das Tal der Elefanten! Das Tal der Elefanten! Ja! Das hat keine Chance. Das Tal der Elefanten, es schlägt zu! Ah, denk Glück. Ja, komm schon.
Teil der Elefanten ist da hinten noch. Warum ist mein Ball aber auch so leicht? Ich nehme extra einen schweren Ball, der Schaden macht und im Endeffekt kriegt er 2 Hits und ist kaputt. Ah, der macht halt Burgschaden. Komm schon, ja. Kommst du nicht durch. Schönes da Ding, Mann. Da hat sich einer auf jeden Fall schön die Tutorials. Ja, Tutorials. Ja. Ist einfach nur, ich bin einfach nur ein Stratege. Ein Stratege. Das zu dir war ich schon immer. Was zum, was ist das denn? Ein Reichweiten-Hack. Ich kenne deine Spielweisen. Du meinst gut? Danke. Deine Vorbereitungsphasen. Eine Vorbereitungsphasen? Deswegen kam ein Jahr lang nichts, ne? Weil ich trainieren musste. Ja, eben. Ist alles dem Training geschuldet. Eigentlich sind Yetis ziemlich gut, aber du weißt nicht, wie man sie einsetzt. Das ist das Problem. Ja, ja, ist es auch. Weil ich das so noch nicht gespielt habe. Tja, wenn man sich auf Russen-Hacks ausruht. Oh mein Gott. Alter, das hat mir sogar geholfen. Was war das denn? Dankeschön. Hat die Glitch gesehen? Die freundliche Windmühle hat mir geholfen. Oh, Leute, die freundliche Windmühle ist beim Glitch, also hat sich teleportiert. Nee. Man kann es bei mir doch genau erkennen. Nein. Ich stehe doch hier mit der Kamera. Nein, das war Philipp Blasem und die freundliche Windmühle. Philipp Teleportmund war das. Ah, schön. Knapper habe ich bekommen. So, damit haben wir mal wieder gesehen, dass auch ohne Drehdinger Kreis pulverisiert wird. Mit Teleport halt, ne? Mhm. Auch ohne den Teleport hätte ich gewonnen. Er hat Ausreden, der Mann. Er hat Ausreden. Guck mal, 4 Tortreffer gegen 2. Hättest du nicht die unfairen, eigentlich nicht erlaubten Luftschiffe eingesetzt, wäre es wahrscheinlich noch mehr gewesen. Gut, ja, bis zum nächsten Mal. Bewertung da lassen und tschüss.